Moin Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem besser werdenden Rocket League Video. Ja, aber mein treuer Abonnent Cookie Cookie hat mich in den Kommentaren gefragt, ob ich ein Double Touch Tutorial machen kann. Und ich dachte mir, alles klar, mache ich. Gehe für die Anfänger drauf ein, wie ihr am besten die Double Touch trifft. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. So Boys, bevor das Video jetzt losgeht, zeige ich euch noch kurz meinen Sponsor AOER.com. Hier findet ihr nämlich Credits, Blueprints und alle möglichen Items, die es in Rocket League gibt. Und mit dem Code AGTV könnt ihr euch ordentlich sparen. Viel Spaß mit dem Video. So, bevor wir überhaupt anfangen, könnt ihr euch jetzt hier den Download-Code bzw. den Code kopieren. Der Link ist in der Videobeschreibung oder ihr drückt jetzt kurz Pause und schreibt ihn ab. Ganz kurz für die, die nicht wissen, wie das funktioniert. Wir schreiben den Code ab, gehen hier unter benutzerdefiniertes Training und gehen hier auf Code eingeben und schon findet ihr meinen Code. Viel Spaß. So, ich versuche jetzt so gut wie möglich auf die Technik und auf den Touch einzugehen. Wir fangen jetzt erstmal mit der Technik an. Ich habe jetzt absichtlich erstmal einen leichten Schuss gemacht. Ich zeige es euch einfach mal. Wir gehen hin, fliegen hoch, Ball ist da und wir treffen den Ball schön ins Tor rein. Das ist wirklich einfacher Schuss. Den sollte wirklich jeder hinkriegen. Ich habe jetzt das Spiel auf sehr langsam eingestellt, also auf Zeitlupe, damit ich euch erklären kann, was ich in der Luft mache. Ich fliege hoch, springe ab und jetzt, wenn ich in der Luft bin, höre ich auf zu boosten. Und sobald ich sehe, okay, der Ball ist zu weit rechts oder links, dann booste ich mich hin. Ich zeige es euch einfach nochmal, immer ein bisschen schwer zu erklären. Ich höre auf zu boosten und jetzt sehe ich, okay, ich bin gut, kann nochmal hinfahren, ein bisschen boost, damit ich einen besseren Hit kriege. Ich fliege hoch, hör auf zu boosten, guck, wo der Ball abprallt und jetzt booste ich hin. Ist nicht einfach, aber es ist eigentlich auch nur eine Trainingssache. Übt das, macht das stundenlang und ihr werdet sehen, ihr werdet das beherrschen. So, hier nochmal, wir fliegen hoch, hören auf zu boosten, schauen, wo der Ball ist und hauen den Ball rein, ja? Und wenn ihr ein bisschen besser seid, könnt ihr immer näher ins Tor ran, immer schneller werden. Das müsst ihr nicht machen. Es geht ja auch jetzt nicht darum, es geht darum zu verstehen, wie man Double Touch trifft. So, Boys, beim zweiten Schuss habe ich das gleiche gemacht. Schöner gerade Schuss, bloß ein bisschen weiter weg. Das heißt, wir fliegen hoch, regulieren unser Auto, gucken, wo der Ball die Wand trifft und fliegen hin. Hören auf, gucken, wo der Ball die Wand trifft und fliegen hin. Und das Ganze wird später natürlich ein bisschen komplizierter, wenn die Bälle schräg kommen. Aber genau so kannst du ja dein Auto regulieren, weil du ja in der Luft meistens Boost hast, ja. Deswegen, ihr fliegt hin, probiert ungefähr die Richtung zu sehen, wie ihr den Ball touchen könntet. Und dann, wenn ihr seht, okay, so touche ich den Ball sicher nicht, tut ihr noch einen Boost einsetzen, damit ihr euch noch ein bisschen in die Richtung reguliert. So, ich mach's jetzt noch einmal. Ihr seht, ich höre auf zu boosten. Sehe, ich bin super vom Winkel her und von allem. Kann noch schön hinboosten, damit ich den Ball besser treffe. Am dritten Schuss ist es so, dass ich jetzt hier einen kleinen Winkel reingebracht habe. Ich zeige es doch mal. Wir fliegen hin, sehen, okay, ich bin gut und treffen den Ball. Fliegen hin, hören auf. Ah, ich bin ein bisschen zu weit rechts und treffe den Ball und booste mich quasi ein bisschen nach links. Ihr seht es gerade hier. Ich bin jetzt zu weit rechts, okay. Dann booste ich mich rüber. Also das Wichtige ist, ihr müsst verstehen, dass Boost heilig ist in der Luft, ja. Ihr könnt mit dem Boost in der Luft machen, wie ihr Bock habt, ja. Sobald ihr dann einfach sagt, okay, ich drehe mein Auto nach links, reguliere und treffe den Ball danach. Es ist nicht einfach, Männer, wirklich nicht. Aber ihr werdet es auf jeden Fall hinkriegen. Hier noch einmal ganz ein bisschen langsamer, ihr seht, okay, der Ball ist gut und ich treffe den Ball. Ich fahre mal absichtlich weiter nach rechts, okay, er ist zu weit links und jetzt booste ich mich rüber und ihr seht, der kleine Moment, wo ich mich nach links drehe und booste, reicht schon, damit ich mich quasi reguliere und dann den Ball quasi ins Tor treffe. So, Boys, Schuss Nummer 4 ist genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Wir fliegen hoch, probieren unser Auto zu regulieren. Hat jetzt nicht geklappt. Zack, hoch, gucken, was passiert und boom. Okay? Schön davor abspringen. Nicht natürlich nicht warten, bis er oben ist, sondern tatsächlich schon jetzt abspringen. Es soll ja ein Double Touch werden. Es soll ja ein Redirect werden über die Mauer. Deswegen nicht warten, bis der Ball erstmal abprallt, sondern direkt abspringen. Ist das gleiche wie beim Schuss 3. So, beim fünften Schuss habe ich das eigentlich auch nur so eingestellt, dass der Winkel ein bisschen schwerer ist zu treffen. Wir fliegen aber hoch, bleiben in der Luft und sehen, okay, es reicht. Boosten wieder hin. Let's go. Und genau so macht ihr das jetzt auch. Wir gehen hin, fliegen hoch. Oh, ist ein bisschen zu weit links. Und zack, ich fahre ein bisschen nach links mit dem Auto und baller die Kugel rein. Der sechste Schuss ist eigentlich gar nicht schwer. Es ist eigentlich nur wichtig, den Ball mit der linken Seite eures Autos zu treffen, damit ihr den Ball quasi ins Tor trefft. Ich zeige es euch einfach mal. Wir fliegen hoch und jetzt müsst der Ball hier ein bisschen weiter links treffen. Double Touch, richtig schön regulieren und dann den Ball mit der linken Schnauze treffen. Ja? Sonst geht er ja eigentlich dann, wenn ihr den gerade trefft,
nicht ins Tor, ja. Deswegen gucken, dass ihr den Ball quasi schön unten trefft, damit ihr hier den Ball schön ins Tor treffen könnt und den Double Touch richtig ausführt. So, Boys, beim 7. Schuss habe ich das so eingestellt, dass der Ball extrem schnell kommt und extrem hoch. Deswegen müsst ihr in der Luft schnell sein, um den Ball halt einfach auch richtig zu treffen. Ich zeig's euch jetzt einfach mal. Wir fliegen schnell nach oben und berühren den Ball schön Richtung Tor. Ich mach's nochmal. Ball vielleicht ein bisschen weiter oben treffen, dass er dann runterprallt. Und boom. Probiert immer den Ball mit eurer Schnauze zu treffen, also nicht irgendwie mit der Seite oder so, weil da kriegt ihr keine Power raus. Immer mit der vorderen Schnauze den Ball treffen. So, Boys, und der letzte Schuss habe ich noch so eingestellt, dass ihr eine kleine Kurve fahren müsst und dann direkt abspringen müsst. Wie gesagt, wartet nicht drauf, dass der Ball abprallt, sondern wir springen direkt ab. Zack und let's go. Sehr schön. Jetzt können wir regulieren und missen. Okay, nochmal. Zack, hoch. Ball kommt und boom. Ja. Abspringen, Ball kommt, wir regulieren mit Boost und boom. Ich denke, das ist machbar, Jungs. Übt das, denn das ist so der Anfang für die wirklich schweren Double Touches. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren, Männer. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ich würde mich darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer AngezockTV.